Heute geht es um das Zone 4 Training. Die Zone, in der wir uns vom Begriff aerob verabschieden und in die anaerobe Trainingszone wechseln. Was das für das Bergsteigen bringen kann und wie wir das am besten trainieren, das schauen wir uns heute an. Während wir in Zone 1 und 2 stets versuchen, unsere Herzfrequenz möglichst niedrig zu halten und das über längere Zeit, gehen wir in der Zone 4 vor allem beim oberen Grenzwert schon sehr nah an das körperliche Limit. Ein gesundes Herz und ein halbwegs fitter Körper kann in die Zone 4 kommen, ohne gleich einen Herzinfarkt zu kriegen. Trotzdem fühlen sich diese Zonen einfach scheiße an. Nicht ansatzweise nach Erholung oder Regeneration und auch nicht wirklich nach einer Herzfrequenz, die wir einfach mal wie beim Zone 1 Training 1-2 Stunden halten können. Nein, eher nach 1-2 Minuten. Und genau darum geht's. Diese ultrahohen Herzfrequenzbereiche sind etwas, was uns beim Bergsteigen immer wieder bei Steilaufschwüngen und Co. begleitet. Am Berg heißt es manchmal auch schnell sein und vor allem auch mal über eine längere Zeit etwas Gas zu geben. Egal, ob das eine Steinschlagzone ist oder ein potenzieller Lawinenkegel oder einfach die Dunkelheit, die einen langsam einholt. Beim Bergsteigen kommt aber noch ein wichtiger Faktor hinzu, den man nicht verachten sollte. Die Bergsteiger verspüren in höheren Lagen, also im Hochgebirge, durch den verringerten Sauerstoffpartialdruck eine erhöhte Herzfrequenz. Wer viel Zone 1 Training macht, kann das ein wenig ausgleichen. Aber grundsätzlich bewegen sich viele Menschen da oben mit einer erhöhten Herzfrequenz umher. Wie wir aber wissen, ist die Basis der Herzfrequenz, also der Ruhepuls, entscheidend für die Herzfrequenz bei Anstrengung. Hoher Ruhepuls heißt auch hohe Herzfrequenz bei Anstrengung. Diese Anstrengung kann man ab gewissen Höhen auch gar nicht mehr wirklich verhindern, weshalb viele Bergsteiger dann das Gefühl haben, ihnen platzt die Pumpe. Das Zone 4 Training verschiebt das Gefühl der platzenden Pumpe über die Zeit etwas nach oben und zögert die Symptome hinaus. Im anaeroben Bereich trainieren wir die Fähigkeit, das Laktat, das ist das Endprodukt, nachdem die Muskeln in aller Anstrengung Kohlenhydrate umgewandelt haben, abzuführen. Anaerob heißt das Ganze, weil das in diesem Fall ohne Sauerstoff passiert. Durch diesen Prozess passiert es früher oder später, dass die Muskeln oder das Herz sagen, ich kann nicht mehr, leck mich, ich bin raus. Dann ist Stopp angesagt. Das Tolle ist aber, dass wir unseren Körper darauf trainieren können, dieses Laktat, also dieses Endprodukt, schneller und vor allem effizienter abzubauen, indem wir ihn regelmäßig damit konfrontieren. Und noch einen tollen Punkt werden wir heute in der Zone 4 bemerken. Wir gewinnen an Kraftausdauer, aber auch an etwas Kraft dazu. Denn unser Training fordert die Muskelgruppen zu neuen Belastungsspitzen und baut damit nicht nur Kraftausdauer auf, sondern auch etwas Kraft, sofern die noch nicht vollständig ausgebildet wurde. Sehr praktisch. Ich möchte euch jetzt gar nicht zu sehr in die Details der Wissenschaft bringen, denn das ist wenig praktikabel. Deshalb starten wir gleich mal in das Training hinein. Kurz zuvor möchte ich aber euch noch sagen, dass das Workout natürlich auch am Berg stattfinden kann. In etwas abgeänderter Form. Aber nachdem mehr Zuschauer nicht in den Bergen wohnen, als in den Bergen wohnen, machen wir das heute mal im Flachen, damit ihr euch das mehr oder weniger abschauen könnt. Wie man das am Berg macht, werde ich euch vielleicht auch mal ein anderes Mal zeigen. Leider muss ich noch kurz erwähnen, bei den Aufnahmen des Zone 4 Trainings heute sind einige Aufnahmen leider verloren gegangen. Technische Schwierigkeiten, es passiert leider manchmal. Deswegen werde ich euch in den verbliebenen Aufnahmen auch immer die Informationen einblenden, die nun leider abhanden gekommen sind. Also so ein paar Abläufe und ähnliche wichtige Infos, die kriegt ihr natürlich trotzdem. Also vor jedem Zone 4 Workout ist das richtige Aufwärmen definitiv wichtig. Es geht vor allem darum, dass wir unsere Muskelfasern deutlich mehr beanspruchen, als wir das sonst tun würden. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir warm sind. Sonst kommt es einfach langfristig zu Verletzungen oder auch kurzfristig kann es einfach passieren, dass was gezerrt wird. Im schlimmsten Fall sogar was reißt. Deswegen einfach 15 Minuten locker aufwärmen. In dem Fall super langsam laufen. Und wie man merkt, Zone 4 ist mit Reden nicht mehr so viel. Es ist super anstrengend. Man merkt es in den Beinen. Man merkt, man will einfach mehr atmen.
als man kann. Und das macht das Zone 4 Training so interessant. Und jetzt schauen wir, dass wir in die Zone 1 bzw. in die Recovery-Zone zurückkommen. Und das kann ruhig auch einen Kilometer lang dauern. Wichtig ist, bewegt euch einen Kilometer lang in der Zone 4. Wenn das bei euch länger dauert, dann dauert das länger. Wenn es kürzer dauert, dauert es kürzer. Hat beides Vor- und Nachteile. Wenn es nicht so lange dauert, dann wisst ihr, dass ihr in der Zone 4 schon relativ fit seid und euch relativ schnell bewegen könnt. Wenn ihr 10, 15 Minuten dafür braucht, wisst ihr, dass ihr da noch länger dran arbeiten könntet. Insofern, Win-Win. So, jetzt in der Erholungsphase kann ich euch noch was Lustiges erzählen. Heute hat es wunderschönes Wetter, blauer Himmel, alles toll. Normalerweise trainiere ich bei richtig beschissenem Wetter Zone 4. Je schlechter das Wetter, desto besser. Das hat einen riesengroßen Vorteil. Wenn ich darauf keine Lust habe, dann ist es was, wovon ich mich überzeugen muss, wo ich mich überwinden muss, damit ich es überhaupt angehe. Und das hat einen großen Vorteil. Ich übe Dinge zu tun, auf die ich keine Lust habe. Und manchmal beim Bergsteigen habe ich auch keine Lust weiterzugehen. Ich habe keine Lust, in einem Meter tiefen Schnee herumzuwarten. Ich habe keine Lust, eine alpine Route zu klettern, auf die ich keine Lust habe, weil sie scheiße ist. Und ehrlicherweise, manchmal ist es einfach der Deal, dass man beim Bergsteigen Sachen macht, auf die man keine Lust hat. Dinge durchzuziehen, um für ein größeres Ziel zu arbeiten. Und deswegen habe ich auch in einem Video mal gesagt, 30% sind der Kopf. Die mentale Stärke ist so viel beim Bergsteigen, an der man arbeiten muss. Jeder von uns, ich auch, jeder. Und das ist es einfach wert, zu überlegen, was muss ich denn machen, um mental stärker zu werden. Und ein Schritt ist es, Dinge zu tun, auf die man keine Lust hat, die einfach scheiße sind. Bei strömendem Schnee, Regen, whatever, jetzt gehe ich laufen. Eine Stunde, zwei Stunden, vollkommen egal. Ich gehe raus. Bei der Zone 4 sollte man Folgendes immer mitbedenken. Der Körper ermüdet hier deutlich schneller als beim Zone 1 Training. Letztlich ist das Zone 4 Training eine deutlich kürzere Einheit als das Zone 1 Training. Man kann entweder eine mittellange Zone 4 Einheit machen oder man teilt sie in Intervalle. Beides kann unter Zone 4 fallen. Ich persönlich mische das Ganze immer. Einmal die Woche mache ich Zone 4 Intervalle, einmal Zone 4 als mittellange Einheit. Dabei kann das Ganze eine sehr schnelle Gehgeschwindigkeit auf einem Steig oder auf einem Berg sein oder eben ein schnelles Lauftempo im Flachen. Das ist für die Fitness im Allgemeinen ganz egal. Grundsätzlich kann man bei Intervallen ein 1:1 System als ganz gut funktionierend betrachten, wobei es natürlich auch auf den Einzelfall ankommt. Bei mir funktioniert 1 Kilometer in Zone 4 sehr gut, um dann 1 Kilometer in Zone 1 oder darunter unterwegs zu sein. Wenn der Körper aber noch sehr lange braucht, um in Zone 1 zu fallen, nachdem ein Intervall passiert ist, sollte man sich vielleicht doch etwas mehr Zeit nehmen als nur 1 Kilometer. Es bringt nämlich nichts, wenn wir schon auf einem sehr hohen Pulsniveau in die Zone 4 hineinstarten. Wir brauchen diese Entlastungsphasen, um zumindest ein wenig Kraft zurückzugewinnen und dann wieder mit ordentlich Motivation und Ausdauer in das Zone 4 Intervall zu starten. Intervalle, so wie ich sie heute auch gezeigt habe, sind eine tolle Möglichkeit, um den Körper das schnelle Regenerieren nach Belastungsspitzen zu lernen. So habe ich es persönlich geschafft, dass ich binnen 30 bis 60 Sekunden bis zu 90 Schläge die Minute verliere, was einfach ein gutes Zeichen für einen angepassten Körper ist. Ein untrainierter Körper kann diesbezüglich auch mal etwas länger brauchen. Deshalb sollten die Intervalle nicht unbedingt immer nach der gleichen Zeit starten, sondern dann, wenn die richtige Herzfrequenz für das neue Durchstarten erreicht ist. Vor allem aber zählt das bei der ersten Pause zwischen den Belastungsintervallen. Danach sollte nämlich die Entlastungsphase bei den Intervallen immer gleich lang dauern, auch wenn sich der Körper nicht mehr perfekt regeneriert. So erreicht man dann dementsprechend auch eine ordentliche Ermüdung über nicht allzu lange Zeit. Nach etwa 30 bis 40 Minuten, je nach Art des Intervalltrainings, kann man davon ausgehen, dass alle Kräfte erschöpft sind und man sich nur noch auf die Straße legen und schlafen will. Wer noch sehr untrainiert ist, also wenn du zum Beispiel übergewichtig bist oder vielleicht noch keine grundlegenden Trainingseinheiten gemacht hast, kann ich Zone 4 nicht uneingeschränkt empfehlen. Diese Zone bringt dein Herz-Kreislauf-System schon ordentlich an die Grenzen.
Deshalb hör auf deinen Körper und achte auf alle Signale der Erschöpfung und Überforderung, wie zum Beispiel Schwindel, unangenehmes Herzrasen, starke Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und Co. Und stoppe dann die Einheit einfach sofort. Lass es dann deutlich ruhiger angehen, also mit längeren, gemütlicheren Einheiten, um eine solide Grundlage für anspruchsvolle Trainings zu bekommen. Dann kannst du auch in die Zone 4 starten. Ein durchgehendes Zone 4 Workout hat zwar nur einen einmaligen Regenerationsprozess, lässt aber lange Anstrengungen besser simulieren und geht damit in Richtung anstrengende Bergtour. Fakt ist, Zone 4 Workouts sind für den Bergsport, gerade für die Weitwanderer, Langstreckenwanderer und Mehrtagestourenbergsteiger, einfach nicht das Wichtigste auf der Welt. Aber genau wie Bauchmuskeln kann es einfach dieser eine kleine Unterschied sein, warum ein alpinistisches Abenteuer gut verläuft oder eben zur Qual wird. Und letztlich sollte das euer Anspruch an euch selbst sein. Bergabenteuer, egal wie hoch und weit, zu einem genialen Erlebnis machen und währenddessen so selten wie möglich das Gefühl haben, dass einfach alles scheiße ist. Denn das kann ja wohl nicht der Punkt hinterm Bergsteigen sein. In diesem Sinne sehen wir uns entweder morgen schon wieder mit einem Test des La Sportiva Trango Towers oder nächsten Dienstag beim Grundlagenkurs oder am Donnerstag, wenn es wieder ans Training geht. Und wir trainieren, wie man mit richtig schweren Rucksäcken trotzdem gut unterwegs sein kann. Bis dahin wünschen wir, wie immer, eine wunderschöne Zeit und Bergheil!